Und obwohl die US-Wahl ja erst am 8. November stattfindet, ist unser Heute-Show-Wahlstudio längst bemannt bzw. befraut, und zwar mit Monika Gruber. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Unser Thema heute Abend: unattraktive ältere Promis, die glauben, Erfolg und Medienpräsenz machen sexy. Aber genug von Oliver Welke. Lassen Sie uns über Donald Trump reden. Gute Idee. Immer wenn du denkst, tiefer kann das Niveau nicht mehr sinken, kommt der Donald, dieser menschgewordene Grabbeltisch, und haut den Nächsten raus, wie im Tierreich. Nichts mehr Argumente, nur noch Kindchenschema und Drohgebärden. Hier. Wenn das Weibchen redet, schleicht sich der ältere Pavian von hinten an, macht ein doofes Gesicht. Man möchte Hillary direkt zurufen: Vorsicht, hinter dir entsprechendes Toupet. Das ist wie in einem Horrorfilm. Diese Szenen verfolgen einen ja regelrecht. Ich krieg Gänsehaut. Ich habe schon Angst. Trump. Wenn ich zu Hause vor dem Spiegel dreimal Trump hintereinander Trump sage, dann... Trump. Kann doch alles nicht wahr sein. Zur Erinnerung, Nixon hat mal eine Wahl vergeigt, weil er im TV-Duell auf der Oberlippe so ein bisschen geschwitzt hat. Bei Trump bist du doch schon froh, wenn er die Hose nicht auszieht und dir seine Junior-Tüte präsentiert. Ach komm, wirklich. Er ist dann auch unfair unter Druck gesetzt worden von ihr mit regelrechten Argumenten und so einem Scheiß. Ich kann mich da gar nicht mehr drüber aufregen, ehrlich, der nimmt doch eh keiner mehr ernst, oder? Nur Doofe wählen Trump. Ja, Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben, Oliver. Hier, aktuelle Umfrage, nicht von uns bearbeitet. Wenn nur Frauen wählen dürfen, dann wäre das hier das Ergebnis. Blau heißt, Clinton gewinnt den Bundesstaat, rot ist Trump. So, und wenn nur Männer wählen würden, ein glasklarer Triumph für Trump. Das ist peinlich, oder? Ja. Offensichtlich tötet die Luft, die ihr immer in euren käsigen Umkleidekabinen einatmet, doch Gehirnzellen. Das finde ich jetzt aber doch sehr verkürzt, Monika. Ja. Oliver, aber so sieht's doch aus. Bei euch Männern gibt's die tiefsitzende Sehnsucht, einen absoluten Vollproleten ganz nach oben zu bringen. Einen, der sagt, was er denkt, auch wenn er gar nichts denkt. Ja. Einen, der sich auch mal in der Öffentlichkeit am Sack kratzt und jede Frau über 16 Schlampe nennt. Kurz gesagt, einen von euch. Ach. Bitte, das stimmt doch gar nicht. Ja, und wie das stimmt. Ihr sagt euch, ja gut, er hat keine Ahnung von irgendwas. Er hat den Wortschatz eines Wellensittichs. Selbst das überfahrene Eichhörnchen auf seinem Schädel hat mehr Ahnung von Politik als er. Und gegen ihn war einer Brüder, der Frauenbeauftragter der FDP. Aber er ist wenigstens keine fast... Aber jetzt kommt, er ist wenigstens keine 70-jährige Emanzen-Oma, die sich einbildet, sie könnte Chef von irgendwas sein, obwohl sie am Ende nur eine verdammte Frau mit einem überdurchschnittlichen IQ ist. Langweilig, was soll denn das jetzt? Genau. Ja, aber genau das meine ich. Naja. Genau. Das meine ich. Hier entsteht ein bleibender Schaden für unsere Debattenkultur. Das ist die wichtigste Nation der freien Welt und es geht überhaupt nicht mehr um Inhalte, sondern um Nach. Leck mich doch am Arsch! Monika Gruber, die alte Schlampe! Die liebe Kollegin meine ich natürlich. Sprache von Trump färbt schon auf mich ab.